Denk, du guckst Fußball nebenbei. Nee. Wir laufen wieder. Ich gucke keinen Fußball. Habe ich doch eben schon gesagt. Entschuldigung, ich hatte gedacht, das wäre so, um dich zu schützen öffentlich hier, weil, ne, will ich nee, ich könnte es halt sowieso. Kurze Sache. Also, wenn Mpox da absolut keinen Bock drauf hat und einfach nur rumsteht, macht es dann Sinn, das zu zocken? Ich spiele doch. Ich habe doch gerade, guck mal, ich habe gerade 20.000 Schaden gemacht und war maßgeblich an den Angriffen in der Mitte und am Ende beteiligt. Ich habe den einen gesetzt. Das war jetzt auch nicht kein Flame an dich. Den Bären. Ne? Also ja. Bitte nicht voll nee, ich mach ja schon mit. Nur gerade habe ich halt ganz, ganz enthusiastisch erzählt. Ich glaube, 80 oder 90 so weiter. Ja, aber ich war ja eher quasi das taktische Element. Sepp macht halt keinen Schaden und ablenken und so weiter. Ich war eher das taktische Element. Ich wollte dir jetzt auch nur die Möglichkeit geben, dass wir irgendwas anderes machen, aber du versaust das halt. Ach so, ja. Instanzen kann man machen, oder was? Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Ich habe ja nichts gegen Warsongs, aber... Wir könnten ja zeigen, wie wir die EverQuest Next Beta spielen. Ach nee, das dürfen wir noch gar nicht öffentlich machen. Richtig, ja. Ja. Ich habe mir auch schon eine Domain gesichert, aber keine gute irgendwie. Ja, ich habe mir so einen Löwen erstellt. Was? So eine Löwenklasse, die so aussehen wie so Löwen. Oh, ja. Nee, ich habe gesagt next-everquest.de. Hm. Boah, zu was die Leute uns alles quälen wollen. Guild Wars, zockt mal Rift. Jetzt kommt bestimmt noch jemand, der sagt Ion. Ja, da gibt's Neues auf der Messe hier Gamescom, aber... Ich hab dankend abgelegt, lehnt für eine Präsentation seitens Gameforge. Civilization 5. Ja, also würde ich machen, aber leider mag das hier bestimmt keiner. Ich hab das zumindest, ich besitze es. Wir sollten mal Herr der Ringe online spielen. Oh Gottes Das Willen. War voll geil. Mhm. Das war echt cool. Ich kann mich noch erinnern mit meinem kleinen Baden, der quasi... mit Gesang fröhlich gestimmt hat und Unmut geheilt hat. Das war wirklich schön. Ich habe, glaube ich, bis zum Mount gespielt und dann habe ich aufgehört. Ich weiß gar nicht, warum. Also bis Level, wann kriegt man unser Mount dort? Level 30, aber auch schon 5, 6 Jahre her, glaube ich. Gott, was wollen wir jetzt noch, alles spielen? Schreibt ihr aber auch jedes random Game Cube in den Chat, World, ne? Elder Scrolls Online... Portal 2, Rift, Baldur's Gate 2. Also eher Baldur's Gate 2 als Guild Wars. Ja. Für mich zumindest. Ich spiele immer Guild Wars, wie gesagt. Also immer, wenn ich dazu komme. Das ist cool. Genau, wir machen... Wir nehmen einfach so eine kleine GoPro-Kamera mit und schließen Portale in Ingress. Barlow, wie sieht's mit neuen Minecraft-Folgen aus? Mittwoch nehmen wir auf. Wollten wir letzten Mittwoch schon, aber da kam leider was dazwischen. Ich hab... Tut mir wirklich leid, ich kann über Onkel Fino nicht wirklich viel erzählen, der wohnt mittlerweile in Italien. Ach, hat er damals nicht in Italien gewohnt? Er der hat in ganz Italien kurze Zeit, also als er, ich sag mal so, er hat kurz hier gewohnt, um ein paar Sachen zu erledigen und ist dann wieder nach Italien gegangen. Ja, aber er war nicht wirklich lange hier. Onkel Fino ist mal wieder in Urlaub. Ja. Und als ich ihn das letzte Mal getroffen habe und ihn im gebrochenen Italienisch gefragt habe, was er so treibt, war er im Transportgeschäft. Also so als das übersetzungsweise. Oh Gott, warte mal, Serpo hat gerade eine Wall of Text geschrieben. Ich versuche gerade, mich da durchzuquälen. Oh, ich verstehe Baldurs Argumentation nicht. Er zahlt Abo-Gebühren für ein Spiel mit schlechtem Game Design und will dann noch extra zahlen, um das schlechte Game Design überbrücken zu können. Ja gut, wenn man jetzt ein MMORPG, man kann ja, egal was für ein Spiel, ob es MMO, es ist immer irgendwo Time-Sync, weil man sich damit halt die Zeit totschlägt, während man unterhalten wird. Aber das, man schlägt halt diese Definition Time-Sync, muss man halt auch irgendwo in einer gewissen Bahn behalten, ne? Weil sonst, du kannst ja nicht, alles ist Time-Sync. Hier rumzusitzen, den Stream zu gucken ist Time-Sync, das ist ja alles
und Zeit runterzudrücken. Irgendwie, na, Moment mal, also Timesync bezeichnet ja nicht nur einfach irgendwas machen, wie zum Beispiel die Zeit totschlagen, indem man streamt, sondern sondern bezeichnet Spielinhalte, die auf nichts anderes angelegt sind, als dass es viel Zeit braucht, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Das ist die klassische Definition von Timesync im Spiel. Ja, ohne dafür etwas wirklich Komplexes oder der Zeit irgendwie, dass man irgendwie sagen würde, ja, okay, dass du dafür jetzt 2 Stunden gebraucht hast, das kann ich nachvollziehen. Ne? Ja, also einen Boss zu killen in zwei Stunden ist kein Timesync, aber in 2 Stunden, keine Ahnung was, Blümchen zu pflücken oder Gold zu farmen oder sonst irgendwas umzuklatschen, das ist halt Timesync. Wir müssen das komplett lesen, das war zu lang, tut mir leid, ich habe es tatsächlich nicht ganz gelesen. WoW ist wohl das MMO, in dem man am schnellsten leveln kann. Wenn es halt noch Leute gibt, die einen XP-Boost brauchen, selber schuld. Ja, was heißt selber schuld? Wenn es Leute gibt, die das haben wollen und dafür Geld bezahlen wollen, dann lass es sie doch tun. Soll doch nicht deine Sorge sein. Und ich meine, wenig Zeit? Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn man sich gut auskennt und gutes Gear hat, braucht man immer noch 3 Tage, 4 Tage Spielzeit. Und kommt mir jetzt bitte nicht mit den Leuten, die jede Quest und jeden Quest Schritt und Weg auswendig kennen und... Athene hat es aber in so und so viel Stunden geschafft, sondern ich rede von einem normalen Menschen, der sich an diesen Rechner setzt und eine neue Klasse irgendwo hochzockt. Und wenn jemand sagt, mir sind aber auch diese 3 oder 4 Tage noch zu viel, vielleicht sogar eher 5 oder 6, je nachdem, wie gut er sich auskennt, der aber Bock hat, auf Level 90 mit einem Kumpel zu zocken und sich freut, wenn er einen XP-Boost bekommt oder für einen Twink oder sonst was, dann lass es ihn doch machen. Also wo ist denn das Problem? Ich fände es halt eh besser, wenn man mit einem 90er-Charakter die Möglichkeit hätte, sich zumindest, was ich, einen 60er-Charakter zu erstellen. Guck mal, ich glaube, die Leute, denen das egal ist, die wissen gar nicht, warum die Kritiker dagegen sind. Ich finde das immer, ich fühle mich immer so missverstanden, auch mit den Leuten, die es ähnlich sehen wie ich. Es geht nicht darum, dass ein gesunder Menschenverstand sagt, es ist doch egal, es macht nichts aus, es betrifft mich nicht, etc. Es geht einfach darum, dass dieses MMORPG-Genre mal dafür stand, halt ein Genre zu sein. Ich kaufe mir ein Spiel, ich kaufe mir ein MMORPG und bekomme ein Spiel, was absolut auf Online-Gaming ausgelegt ist. Das heißt, ich kann alleine relativ wenig machen. Das heißt, ich muss mir Leute suchen, dass es ein massives Online-Spiel ist, ja. Und dass es halt Zeit verschlingt. Und um meinen Charakter zu formen, muss ich halt extrem viel Zeit investieren und es dauert halt alles relativ lang. So, und das erwartet man irgendwo von einem MMORPG. Moment mal, ne? So, man erwartet es aber deshalb, weil das zwingend irgendwie verbunden ist mit MMO. Es ist ja im Spielbegriff schon nicht mit drin. Massively Multiplayer bedeutet auch nicht, dass man für alles massive Massen an Leuten braucht, sondern nur, dass es sie optional in diesem Spiel gibt und es Content für diese Leute gibt. Naja, und der Grund, warum das früher so war, ja und, aber das heißt auch nicht, dass... Dass es ein Massively Multiplayer-Spiel ist, heißt zunächst mal, dass ich mit sehr, sehr vielen Leuten in einer persistenten Game-Welt spiele. Das ist erstmal das grundlegende Spielprinzip von einem Massively Multiplayer. Genau, und diese persistente Welt wird ja mit immer mehr Mechaniken weggenommen. Ne? Und darum geht es den Leuten einfach. Scheiß auf dieses verfickte Phasing und virtuelle Server-Gedöns. Ich will meinen Realm haben, wo meine Leute sind. Und wenn da halt keine Leute mehr spielen, ja, dann spielen da keine Leute mehr. Ja, dann ist da halt niemand mehr. Einfach weil diese Welt eben persistent ist. Und nicht durch irgendwelche komischen Vereinfachungen letztendlich diese ganzen Sachen rausgenommen werden, die das Genre eigentlich ausmacht. Also es wäre halt... Das sehe ich völlig anders. Ahnung, die Sachen machen das Genre aber nicht aus. Geschaffen werden. Nein. Es gibt keine richtigen MMORPGs mehr. Ich meine, ich bin nicht derjenige, der das persönlich jetzt, der dem extrem nachtraut, weil ich es so toll fände, wenn... Es ist einfach nur, die machen das Spiel halt, wird immer krasser. Die hören nicht auf. Ja? Die sagen nicht, es ist okay so jetzt. Das ist mit Dungeon Finder Raid finden, das ist okay so jetzt. Die machen immer weiter, die hören nicht auf, die kriegen nicht genug. Und diejenigen, die immer weiter sagen, ja, ist okay, das könnt ihr auch noch machen, das ist auch okay, das interessiert mich auch nicht und so weiter und so fort. Am Ende kommt dann Singleplayer-Action-Spiel raus, ja. Es wird halt immer weiter verwaschen und das ist halt
das Problem, was die Kritiker damit haben. Ich kann mir nicht sagen, boah, jetzt habe ich da und da so richtig irgendwie lange Urlaub oder da lange Zeit, mal irgendwas zu zocken oder so, oder keine Ahnung, ich habe jetzt einfach mal richtig Bock, mal wieder ein MMORPG zu spielen. Das ist keine Ahnung, ob du jetzt ins Regal zu was weiß ich, The Elder Scrolls Online greifst oder zum neuen Shooter. Es ist im Grunde, ich kann das Spiel halt so nebenher alleine durchzocken, ist halt gar kein Problem. Ne? Ja, aber das ist ja in näherer Hinsicht völliger Bullshit. Allein schon, weil es kein Durchzocken gibt. Zum Zweiten, weil so Dinge wie das Zusammenlegen von Servern, du darfst ja nicht vergessen, dass ein grundlegendes Prinzip dieser Server war, dass eine gewisse, also mehr als eine gewisse Last nicht machbar war und dementsprechend nicht mehr als eine gewisse Anzahl von Spieler sinnvoll auf einem Server zusammengefasst werden konnten. Es war nicht so, dass sich 10 Leute zusammengesetzt haben auf dem hohen Berg der MMO-Entwickler und die Steintafeln bekommen haben, was ein MMO zu sein hat und was nicht, und dass es deswegen Server gab und deswegen Timesinks gab, sondern es lag schlicht und ergreifend daran, dass es anders nicht ging. Wäre es damals schon möglich gewesen, technisch bestimmte Zonen zu haben, in denen Leute von mehreren Servern zusammen sind, weil ansonsten dieser entsprechende Content, wenn man ihn instanziert hat, zum Beispiel, siehe jetzt hier BGs, nicht stattfinden würde, hätte es das von Anfang an gegeben. War aber nicht der Fall. Und bei den Timesinks war es so, das lag am Anfang daran, dass die Leute, die diese MMOs entwickelt haben oder sämtliche MMOs, die es gab zu dem Zeitpunkt, nahezu nichts an Content hatten. Also nichts an echtem Content. Außer dem Leveln. Ja, und deswegen war dieses Leveln halt auf 200 Tage Spielzeit gezogen teilweise. Nee, der echte Content, der wird ja mittlerweile, ist echter Content irgendwelche Quest-Hubs, die mich nerven, ja, oder Raids oder und so weiter und so fort. Das klingt jetzt, ich weiß selber, wie das klingt von außen. Ich bin ja nicht blöd, ja, und wie gesagt, ich habe einfach eine andere Vorstellung von einem Spiel, das so aufgebaut ist, und finde halt, es einfach nur persönlich. Für die anderen, wenn ihr das alle toll findet, ist ja okay. Ist ja auch so, dass Blizzard nach den Leuten oder beziehungsweise für die Leute arbeitet, die sie binden, die das alles super finden. Ne? Also das heißt, die fahren ja den richtigen Weg. Ne? Also das heißt, die finden das ja alle klasse. Die fliegen nur alle mit den Mounts hier rum und begrüßen das alles und sagen, ist ja alles nicht schlimm. Die machen ja alles richtig. Aber es ist halt schade für das Genre, dass es tatsächlich nie wieder ein Spiel geben wird, wo es tatsächlich eine richtige persistente Welt gibt und wo es halt diesen User-Generated Content nie geben wird, weil niemand da ist, der den macht. Einfach weil die Leute gar nicht dazu bewegt werden, weil es 1000 Systeme und Mechaniken gibt, die dir das wegnehmen. Ja, beziehungsweise die es einfach rausnehmen. User-Generated Content? Ja, keine Ahnung, sind so banale Sachen. Ja, aber den gab's, der hat doch nie MMOs ausgezeichnet. Also ich fand, keine Ahnung, wenn du mit Dark Age of Camelot mit irgendwelchen Trains durch die Gegend gezogen bist. Aber das ist ja kein User-Generated Content. Es ist halt eine Sache, wo sich halt viele Leute organisiert haben und da halt Spaß gehabt haben. Ja, und das machen die Leute heute mit Raids. Also ich sehe hier so Sachen wie sowas Banales wie so Raids, so Städte-Raids oder sowas, ja. Oder keine Ahnung, Terrence Mill gegen Southshore. Das klingt alles so banal, aber das sind so Sachen, an die man sich, die halt irgendwie ganz cool sind für so ein Spiel, wo ganz viele Leute aufeinandertreffen. Doch nicht einfach, wenn ich in irgendwelchen Menüs rumeidle und mich für ein Event nach dem nächsten irgendwie anmelde, oder nicht? Also es ist so meine, Sicht der Dinge. Ich finde das ja auch nicht alleine, als das soll nicht all jedes Spiel soll so sein. Ne? Ich mag auch schnelle Spiele, habe auch immer gerne Singleplayer und so weiter gespielt oder rundenbasierte Multiplayer-Spiele. Aber dass halt ein MMO dass ein richtiges MMORPG dazu verkommt, ist halt einfach schade, dass es sowas nie wieder geben wird. Einfach aufgrund dieser Weichen, die da gestellt wurden. Also ich finde es überhaupt nicht schade. Es gibt im Moment, abgesehen davon, dass der PvP-Content schlecht ist. Und das ist ein Beispiel, wo ich sagen muss, da hat mir Dark besser gefallen. Auch wenn das ansonsten in fast allen Belangen schlechter war, aber das Gezerge dort ist schon, das hat schon epische Ausmaße gehabt. Das ist was, wo ich sage, das hätte ich gerne, aber das hat es in WoW nie gegeben und das Spieldesign war nie darauf ausgelegt. Leider. Leider. Die haben sich ja beim PvP dazu entschieden, dass sie halt, da habe ich mich ja neulich schon drüber echauffiert, dass für sie halt PvP daraus besteht, dass man in BGs andere Spielprinzipien adaptiert und die Leute dann in Instanzen setzt, damit sie dort irgendwas gegeneinander machen. Gut, das werden wir in WoW also nie haben, aber ansonsten gibt es da echt nichts, was ich vermissen würde. Also wirklich nicht. Und schon gar nicht, wie, also auch wieder Beispiel Daok, die 70 Tage Playtime auf Level 60 oder 50 oder was es damals war.
Also ich habe jetzt halt, wie gesagt, ich spreche immer nur für mich, ne? Also es kann ja auch sein, dass Leute anderer Meinung sind, weil diese Chats und die Leute, die halt zuhören, sind dann immer sehr radikal. Das ist nicht das Maß aller Dinge, ist einfach nur eine ganz persönliche Meinung, dass ich jetzt wieder etwas aktiver zum Beispiel Guild Wars 2 spiele und halt wieder dort feststelle, wie geil es ist, mit anderen Leuten zusammenzuspielen, einfach weil du mit anderen Leuten zusammenspielen musst, ja, weil man sich selber so bequem geworden ist und überall alleine durchrennt. Ich kann und das finde ich halt irgendwie nett, das vermisse ich so ein bisschen an WoW, ne? Dass der ganz So, normale also. Content, dass du den mit so vielen Leuten dann erlebst, ne? Das finde ich halt persönlich immer ganz nett. Dass jeder steht Der in ganz allen Spielen normale auf was Content. Du anderem. sagst es jetzt ja so einfach, als würde man gar nichts in WoW mit anderen machen, ja, können oder so. Ne? Viele Leute nehmen ja auch immer LFR da als das Beispiel. Das hat das Raiden kaputt gemacht. Also, sorry, ja, wer seine Raid-Erfüllung tatsächlich durch LFR komplett und deswegen nichts anderes mehr macht, das glaube ich nicht, dass es den wirklich gibt. Ah, Außer darum, halt darum Leute, die geht es mir mit dran persönlich sind. auch gar nicht, ne? Also das, wie gesagt, obwohl ich auf jeden Fall sage, dass das habe ich ja schon mal, haben wir ja schon mal sehr groß darüber diskutiert, dass LFR quasi der Einstieg zum Raiden ist und auch für viele sehr, 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 sehr viele auch wieder der Ausstieg aus dem Raiden ist, ne? Also dass die quasi LFR machen und danach einfach da schon sagen, ja, das war's jetzt, wozu soll ich mir eine Gruppe suchen? Ne? Das hat sich jetzt für mich erledigt. Also ich Ne? bezweifle das stark, weil Definitiv, der ganz, ganz viele. ja, ich bezweifle das stark. Kann ich ja trotzdem, weil ich denke, dass die Leute da schon relativ schnell sehen werden, wenn sie hören Normalmode etc. Dass das ja und ich freue mich da auch sehr auf den Flex-Mode. Ich hoffe, Barlow wird da vielleicht auch seine Zeit für haben, da mal mitzumachen. Das habe ich ja jetzt letztens auf dem PTR schon mal angespielt und da hat es echt sehr viel Spaß gemacht. Ja, mal schauen. Also es wäre halt schön, irgendwas zu haben, wo man mit einem Haufen, ich sag mal, guter WoW-Kumpels gechillt raiden kann. Ja, Und genau. HC-Raiden ist es halt nicht, aber selbst Genau. Normalmodes sind halt schon nicht mehr gechillt. Nee, die sind halt echt schwer. Wie wir gesehen haben, Ja, vergleichsweise, ne? ja. Aber Aber das muss man ja also einfach mal dann, sagen. aber LFR wiederum ist halt Ja, ist ein zu Witz, ohne einfach. Frage. Und da macht es Aber. halt dann keinen Spaß. Aber sowas in der Mitte dazwischen, zwischen LFR und Ja. Normalmode, wo man sich vielleicht Exakt. irgendwie 10-mal dumm anstellt an einem Abend, aber dann geht's auch gut. Das, Auf dem Beta, oh auf dem Gott, ich habe wieder die PTR-Server Schurken hat es erwischt, echt die gut nicht geklappt. angreifen. Kinders, Sepp ist kein Ersatz für Angriffe. Auf dem PTR hat es auf jeden Fall super bisher geklappt, muss man sagen. Also mit dem Dingens Mode, Flex Mode. Da war es echt klasse, aber ja. Halt auch das Schöne, dass du natürlich da nicht an eine bestimmte Spielerzahl gebunden bist, sondern du kannst halt, du hast irgendwie Leute, mit denen hast du Bock, hast halt Das mindestens finde ich 10 und halt kannst dann richtig los. geil. Ne? Und musst dann keinen sagen, hey, du darfst aber leider nicht mit, weil wir sind Das hier finde ich halt zu richtig geil, weil das ist halt das, was wenig, am ne? häufigsten vorkommt. Wenn ich jetzt Ja. an meine Jungs denke, mit denen ich früher immer so gespielt habe, dann würden wir vielleicht mal an einem Abend, keine Ahnung was, 11 oder 12 haben und am nächsten halt 15 oder 16 und Das stelle ich mir zumindest alles sehr gut vor. Ich gebe Mpox natürlich auf eine Art recht. Ich habe mich schon auf einige neue Features sehr gefreut. Zum Beispiel die Wargames, habe ich gedacht, das wird die totale Erfüllung. Was sind denn Wurde es Wargames nicht. nochmal? Wo man halt BGs gegeneinander spielen Ach kann. so, ja, Und okay. ich, als ich das gelesen habe, war ich. Also da gibt es, glaube ich, noch einen Eintrag bei Hey, er greift an! Ich werde einer offenen angegriffen! Ich werde Seite. angegriffen! Ha! Yippie! Aber. Jetzt weiß ich auch, warum er vorher nicht angegriffen hat. Oh, jetzt sind hier aber viele Hordler. Wir sind Allianz haben Hordler. wir nicht. Ja. Ist mir dann auch eingefallen. Bin gestunt, nein. Ah, jetzt bin ich wieder voll. Danke, Rio, nehme ich an. Muss jetzt aber So. deprimiert gewesen sein. Wir haben deren Flaggenträger ja schon down. Ja, ich weiß, habe ich gemacht. Ja, nein, also von daher, es gab da schon noch ein paar andere Features. Beispiel auch wie Challenge Modes, wobei Challenge Modes auch noch immer gut sind, glaube ich. Ich finde halt oder habe halt nur niemanden, der die vernünftig mit mir spielt. Ne? Ja.
Das ist das Problem. Aber das ist doch sowas, also wenn man eine gute Gilde hat, wo man halt weiß, irgendwie jetzt nehme ich mir mal die DDs mit, den Heiler und den Tank, und dann machen wir das mal. Dann macht das bestimmt Spaß. Das macht Spaß. Ja, genau. Also, ach so, ja, du wolltest jetzt. Ich dachte, du meinst, es wird dann irgendwann auch einfach, ja klar, wenn du es halt oft genug gemacht hast, aber ich glaube, das macht halt schon oder kann halt schon Spaß machen, aber ja. Also, ich glaube, es hätte mir Spaß gemacht zu einem Zeitpunkt, als es halt noch nicht so viele hatten. Aber wo du mittlerweile von jedem zweiten hörst, ja, die haben wir alle schon, das haben wir alle schon. Klar, ist halt auch schon lange. Und dann haben wir hier an einem Nachmittag mal eben alle Gold-Challenge-Modes verkauft und so. Ne? Ja, gut. Aber das ist ja auch normal. Das war damals auch mit dem Bären zum Beispiel nicht anders oder mit ganz vielen Sachen. Ne? Also das ist halt jetzt nichts, finde ich, was sich da jetzt entscheidend geändert hat oder so an WoW. Ne? Dass da irgendwann wird sowas halt immer einfacher. Was eine gute Gilde ist zu der Frage, ja, also für mich allgemein schon eher eine Gilde mit Leuten, die mir sympathisch sind, aber in dem Fall meine ich halt auch mit guten Spielern. Also ohne die geht's halt nicht. Das ist auf jeden Fall meine Nummer 1 Sache, dass ich mit den Leuten gut auskomme. Das ist allerdings auch an selber Stelle, dass die zumindest auf dem gleichen Level spielen wie ich, ja. Und da verlange ich jetzt mit meiner wenigen Erfahrung gar nicht mal so viel, ja. So wenig Erfahrung im Moment mit der Spielerfahrung ist halt ja schon relativ gering im Moment, weil ich einfach nicht so viel spiele. Und das ist ja schon ähnlich wie dann eigentlich Training, aber weißt, was ich meine. Wenn man halt lange nicht spielt, dann wer sleept mich denn hier ständig und wer kann noch was überhaupt? Mhm. Oder war das auch ein Zap? Wer greift dich an? Sleep? Denk Hunter, mal. Oder? Gibt's da noch was anderes? Nee, der war zu weit weg. Und warum bin ich unknown? Und was eiert da mit Höllenspeed 30 Millionen Schurke. Kilometer? Ach, ein Schurke. Ja. Aber nicht mehr lang. Nein. Das ist richtig, nicht mehr lang. Wir haben Parker übrigens umgebracht. Ich habe neulich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Dingen, also mit Spider-Man quasi gesehen. Die haben sich halt Gedanken darüber gemacht, irgendwie, wie es möglich wäre. Fake-Check? Wie es möglich wäre, Spinnennetze aus den Handgelenken zu schießen und wie stark die sein müssten, dass man mit denen einen Zug aufhalten kann und so weiter und so fort. Ich fand das voll spannend, weil es halt allesamt irgendwelche Wissenschaftler waren, die halt einfach nicht nur da gesessen haben, wie es Wissenschaftler typischerweise tun würden und sagen würden, das ist nicht möglich. Ah ja, das wissen wir, dass es keinen Spider-Man gibt, danke. Sondern die sich halt da reinversetzt haben in diese Vorstellung, wie würdest du es hinkriegen oder was müsste passieren, damit das möglich wäre. War lustig. Hat mir gefallen. Hört sich auch ganz lustig an. Und da bald ein Spider-Man-Batman-Film, ne? Ich weiß, passt überhaupt nicht. Superman war es nicht. Spider-Man, Entschuldigung. Ich glaube, es war übrigens auf D-Max. Bin mir nicht ganz sicher, ob es auf D-Max. D-Max gucke ich ja an sich total gerne. Aber D-Max ist halt ab 11, ab 12 so anstrengend, weil da nur noch diese scheiß Telefonsex-Hotline-Werbungen kommen. Hm. Ja, gut. Wobei ich neulich auch irgendeine Werbung gesehen habe. Daran, ne? Was war das? Wo war das auf N24? Irgendwas mit syrische Familien. Also, das hat nichts mit Telefonsex zu tun. Aber das hat mich irgendwie daran erinnert. Also, irgendwelche komischen syrischen Familien, die sterben und man soll doch irgendwie spenden. Und, kommt unser Flaggenträger hier durch? Nein, der kommt nicht durch. Kommt er vielleicht doch durch? Ja. Erstmal, der kommt da. Also ich habe es auf jeden Fall schon mal geschafft, 3 DDs auf mir zu halten. Ja, ich bin woanders hergerannt. Die nicht auf den Flaggenträger gehen. Und diese komischen syrischen Familien jedenfalls, die haben mich voll irritiert, weil diese Werbung erinnerte mich an irgendwie so einen Telefonsex-Spot. Syrische Familien warten live auf der Line. Ruf an. Aber in Wahrheit muss man denen irgendwie helfen, weil es da Krieg ist oder so, glaube ich. Habe ich gehört. Ja gut, das ist wohl schon mal nicht Krieg auf dieser Welt. Wieso dauert es eigentlich immer 30 Millionen Jahre, wenn die Flagge gedroppt ist, bis die wieder, also... Keine Ahnung, da stand halt niemand, war... Nein, ich meine, bis die wieder weg ist. Also wenn sie gedroppt ist und man sie aufgenommen hat, dann sieht man sie ja noch irgendwie
Achso. Gefühlte 10 Sekunden da rumstehen. Naja, so lange würde ich jetzt nicht sagen, aber. Deswegen sage ich ja gefühlte 10 Sekunden, das sind vielleicht 2. Ja, genau, und es gibt auch noch so einen Professor, genau, so einen, irgendwie so einen asiatischen Professor, der so eine Wissenschaftsshow hat, irgendwie, wo er sich über Science Fiction, mit Science Fiction-Sendungen beschäftigt. Dr. Emmett Brown? Ach nein, der war kein japanischer. Da habe ich überlegt, ob beim letzten Quiz die Frage zu schwer wäre, wie der Professor, also in der Doc aus Zurück in die Zukunft heißt. Nein. Ob das jemand gewusst hätte. Wusstet ihr, dass es einen IG-Nobelpreis gibt? Ja, den der sagt mir was. Wofür gab es den nochmal? Wegen unsinniger Forschung oder so, ne? Aber so, also so humoristisch irgendwie. Was war das denn? Das wäre ein Ingame-Nobelpreis. Forschungsarbeit. Genau, jetzt aber Bayern. Asymmetrie der Hoden beim Menschen. Das gibt ein. Achso, der Hoden. Ich habe den Text nicht komplett gelesen. Asymmetrie der Hoden beim Menschen und bei antiken Skulpturen. Vielmehr würde mich mal interessieren, warum die. Niemand will mein iPhone kaufen. Warum die antiken Skulpturen von Männern alle so unglaublich kurze Penisse haben. Über die Jahre größer entwickelt. Weil ich meine, die sind ja alle gut durchtrainiert. Die haben ja eine gute Statur. Aber die haben echt einen kleinen Lörres. Vielleicht habe ich auch nur nicht den richtigen Vergleich. Also meine eigenen Monster-Lörres und Pornos. Ja, vielleicht habe ich einfach nur nicht den richtigen Vergleich. Ganz schlechte Kombination. Im antiken Griechenland war das schöner als ideal ein kleiner Lurch. Ernsthaft? Haben die sich gegenseitig gedisst? Boah, du hast aber einen großen Penis. Meiner ist viel kleiner als deiner. Also Drunken scheint ja auch so ein Internetproblem gehabt zu haben, oder nicht? Ich glaube nicht. Er sagte irgendwas von familiäre. Aber er war ja danach nochmal da. Ja, aber... Das hat mich halt verwirrt. Kurz. Naja, gut, whatever. Hast du jetzt, oder kannst du deine Leute nochmal fragen für Freitag, M-Pox? Ja, kann ich machen. Ich weiß aber nicht, wie gut wir jetzt quasi schon vorbereitet sind, weil... ja, ihr habt ja noch 5 Tage Zeit. Ja, aber für die Gamescom wird es so ab dem 15. quasi richtig vorbereitet, weil es jetzt aktuell einfach noch zu wenig Infos gibt. Dann gib mir da einfach mal Bescheid, dann kann ich zur Not das Thema halt einfach noch rausstreichen. Ja. Amazon hat keine PlayStation 4s mehr. Bitte was? Ich sagte, Amazon hat keine PlayStation 4s mehr. Oh. Ich wollte Barlow. Im antiken Griechenland war es grob zusammengefasst so, dass die Schönheitsideale sehr kindlich waren. Aber die Statuen selber sind ja nicht kindlich. Das sind ja kräftige, muskulöse Männer, die genauso eine Statur haben wie heutzutage ein Superathlet. Im Gegensatz zu den ganzen Frauen-Schönheitsbildern, wie sie sich im Laufe der Jahre gewandelt haben, war das Männerschönheitsbild ja immer gleich. Schlank, weißt du, kein Gramm Fett und Muskeln. Wenn wir eine Zeitreise unternehmen würden, ins antike Griechenland zusammen und dann einfach mal fragen. Schwulenbar gehen. Gab's da Schwulenbars? Wo habe ich denn neulich... Kannst du nicht einfach mit einer Zeitmaschine zurück ins antike Griechenland und die Männer fragen, ob sie dir ihren Penis zeigen können? Nein, ich würde auch den Bildhauer fragen, warum das so ist. Wen? Ach so. Ja, den Bildhauer oder... Ich habe gerade verstanden, den Booby-Tower. Ich dachte mir so, klingt gut. Was ist das? Wo ist klingt das? Bar. Der Booby-Tower. Hey, kommst du heute Abend mit ins Booby-Tower? Klar. Oh Mist, jetzt denke ich gerade an so einen Fernsehturm mit 2 dicken Titten dran. Und ja, der Booby-Tower. Ja, also wir sollen mit einer Zeitmaschine ins antike Griechenland reisen. Ja. Mit einem fliegenden DeLorean, würde ich sagen. Irgendwo, ach ja genau, bei Lego gibt es jetzt so eine Version für fliegende DeLoreans quasi.
Freitag ist übrigens alle zu gucken, ja, wenn ihr live, ach genau, Barlow, kannst du in 2 Wochen freitags von der Gamescom, nein, also da sind wir auf der Gamescom, kannst du dann da streamen? Vielleicht, hast du Zeit und dann würden wir abends quasi prinzipiell, so klar, live denke ich schon, ja, berichten. Könnten wir machen, dann könnten wir trotzdem eine Sendung machen, weil ich bin da halt noch in Stuttgart, hätte ich jetzt fast gesagt, in Köln natürlich. Viel Spaß in Stuttgart. Es wird dir eine schöne Überraschung geben. Portale einnehmen. Stell es gerade vor, wie du da in Stuttgart sitzt. Ah, scheiße. Falsch. Hier bin ich falsch. Ah, wenn ich eine Zeitmaschine erfinde, stelle ich mich in 2 Minuten neben George und umarme ihn. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Warum brauchst du dafür eine Zeitmaschine? Kannst du auch so hingehen und. Kannst du noch einfach so stalken. Also in die Zukunft kann man ja auch mit dem Auto reisen, mit dem ganz normalen. Was dran? Ja. Wir müssen wieder zurück. In die Zukunft. Zurück ist halt das größere Problem. Ja, das stimmt wohl. Das Jahr 1957 zum Beispiel. Oh nein, schon wieder so ein Sepp. War es 55? Oh ja, Entschuldigung. 55 war es, glaube ich. Ja, und 50, 74. Bin mal gespannt, ob uns die WM aberkannt wird. Angeblich war doch die Doping-Skandal. Die Mannschaft gedopt. Meinst du, die machen das jetzt noch? 54, das war die, ne? Ich glaube nicht. Ich dachte, da geht's um, ging es um 72, ne? Um welche EM geht's denn überhaupt? Um die 54er oder die... Ich glaube 54. Ja, meine ich ja. Um die 54er oder 74? 54. Oh. Die Frage ist halt, ob es da schon überhaupt irgendwelche Doping-Richtlinien gab. Oder ob man da noch gesagt hat, so, jetzt isst du mal schön dein Butterbrot mit Strychnin und Quecksilber. Das macht gesund. Oder hat einer die Dingens, die Lösung. Kann aber gerade nicht reinlesen, deswegen... Gottes Willen. Hier den Flaggenträger umbringen. Aber M-Pox macht eh nichts, der könnte es vielleicht machen. Kleiner Diss. Die Darstellung der Geschlechtsteile hatte sich dabei aber gewissen Regeln zu fügen. Ein erigierter Penis war mit dem Darstellungsideal der Kalogatia unvereinbar. Den gab es nur bei den... Jetzt scrollt das immer so hoch. Fuck. Ach, das ist eine komische Begründung. Sehr gut, Barlow. Nee, das lesen nicht vor, ist mir zu blöd. Ist wahrscheinlich richtig, tut mir leid, es soll nichts gegen dich sein, aber das ist mir zu anstrengend jetzt. Ich kann nicht so gut lesen, ich bin ausgerechnet. Du kriegst auch dein Fleißkärtchen dafür? Lieber Kelzeig. Mir schreibt einer, hey M-Pox, du bist mein Vorbild. Aber... Ja, ich bin A, nicht M-Pox und B, schreibt man Vorbild nicht so. Das wollte ich ihm auch gerade sagen. Aber ja, M-Pox ist eine coole Sau. Seine Videos sind toll. Ich gucke sie immer alle. Über die Mäuse und Headsets und so. Ich möchte ein neues Mausvideo machen jetzt, ne? Aber ich habe die Maus noch nicht dazu. Oh. Richtig. Freiwillig hat er sich gemeldet. Müsst ihr alle an patrick@venjen.eu schreiben, dass er schnell die Maus verschicken soll. Ich glaube noch nicht, aber ja. Ja, der hat die bestimmt schon. Und spielt damit selber. Kriegen auch ein Gewinnspiel mit einer Resa Naga Hex League of Legends Edition, bald auf Baron Buff. Baron Buff ist sowieso eine tolle Seite, sollte ich da mal drauf gehen und Gaming natürlich auch. Weil M-Pox wird mir jetzt sagen, warum machst du hier Baron Buff Werbung, die haben es überhaupt nicht nötig. Entschuldigung. Aber Get Gaming ist auch sehr gut. Ja. Die Baron Buff Leute, die kriegen nur die Razer Naga Hex in der League of Legends Edition und wir kriegen die Razer Naga 2014. Aber die verlosen wir nicht. Richtig, also du könntest. Nee. Das musst du dann entscheiden. Was machen die eigentlich? Die muss doch in mein Maussammelsorium aufgenommen werden. Ich gehe mal die Flagge holen, nicht, dass die unsere durchbringen. Also die haben doch unsere gar nicht, oder? Oh, doch. Da wollte ich eben nur mal eben den einen Panda umzergen. Plötzlich stehen da irgendwie 8 Allianzler rum. Was ist denn die Flagge von uns? Ich habe keine Ahnung. Schon lange aufgehoben? Ich war hier so abgelenkt von diesen 5 bis 10 Hordlern. Ich habe nicht drauf geachtet. Es sind immer noch Allianzler, meine ich. Black, die haben wir letztes Jahr schon auf der Gamescom gesehen und haben da auch ein Video von gemacht. Von der Ouroboros. Von wem? Ouroboros?
Wir haben auch diesmal wieder das Mpox, mit das Mpox Lieblingstermin, glaube ich. Ja, Razer. Bei Razer. Mal wie bei so einer Sekte. Oh, ich bin hier tot, feier alleine leider. Ich krieg gleich ein Problem, weil einen Heiler habe ich auch nicht dabei. Wo ist denn Rio? Ist der weg? Weiß ich nicht. Ich glaube irgendwo im Zerg. Ah. Aber unser ist noch Downer. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, ist auch Downer. Gleich tot. Würde ich sagen, jetzt so. Ich hoffe, dass ihr uns dieses Jahr mal das Tablet irgendwie ein bisschen. Ja, ich hätte einfach gerne mal eins davon, aber wir haben ja wieder mal einen neuen Mitarbeiter bei Razer. Rio, komm mal zu mir. Der letzte war auch ziemlich schüchtern, fand ich. War eine Frau, aber. Also, das war doch dieser komische Enrico oder wie der hieß. Ach, weißt du, man bringt ja auch nicht mehr durch so zusammen, diese ganzen Razer-Mitarbeiter, die wechseln so häufig. Ist die Series gar nicht auf der Gamescom? Ja, doch, vielleicht schon, aber. Doch, auf jeden Fall, glaube ich sogar. Marie Andrea fragen. Aber da haben wir keinen Termin. Persönlich, das ist eine ganz nette. Die habe ich letztens in Paris das erste Mal persönlich getroffen. Boah, hatten wir ganz viel miteinander zu tun. Also, mag zwar ihre Produkte nicht alle, aber. Ah, die neue WoW-Mos ist echt cool. Ja, also, die benutze ich jetzt die ganze Zeit schon. Die hat halt auch nicht so viele Tasten, ne? Deswegen stelle ich mir die auch sehr gut vor. Damit kann man perfekt Guild Wars 2 spielen, muss ich ehrlich sagen. Aber die ist ein bisschen teuer, ne? Finde ich. 110 Euro kostet die. Ja. Finde ich jetzt schon für eine Maus. Ja, für eine Wireless-Maus. Ist halt eine Wireless, ja. Ich möchte auch nicht unbedingt eine Wireless-Maus, also. Das ist ja nicht Barlow, der bottet hier so Wireless-Dinger. Was? Ich will auf gar keinen Fall eine Wireless-Maus. Die musst du auch ständig aufladen. Ja, da brauchst du am besten die geilste Präsentation auf der Gamescom 2012 war das Beste gewesen war Razer. Die waren so blöd auf der Gamescom, also diese Präsentation, dass es schon wieder lustig war. Die haben zum Beispiel vor einem riesen Publikum, die haben das riesengroß aufgezogen mit Swift, die Athene, die ganzen Chicks, die da rumgerannt sind, weiß ich nicht, die hatten bestimmt 20 Perlen irgendwie da am Start mit irgendwelchen engen Hotpants und Bikini-Tops und so weiter. Barlow in Hotpants, das stellt mir nicht gut vor. Die hatten auch krasse, die Bühnenshow, die hatten so eine richtige Halfpipe aufgebaut. Ich glaube, Tony Hawk war sogar da. War doch so, ne? Was? Ja. Keine Ahnung. Ja, also, klar, die total krass. Also, die sind ja absolut Hipster und so weiter. Und dann hatten die dann hatten die da so Publikum irgendwie mit, was weiß ich, wie viel Leuten. Und dann haben die halt so ein Nonsens erzählt, ne, dass ich dachte, was geht mit denen ab? Und die Leute haben das echt gefeiert. Das hat mich unweigerlich an Apple erinnert. So ungefähr dieselbe Politik. Es ist ja in Deutschland gang und gäbe, dass Razer einfach nicht liefern kann. Ne? Also, dass die zwar coole Produkte am Start haben, aber die einfach nicht liefern können. Und anstatt auf dieses Defizit irgendwie zu reagieren und auf der Messe anzukündigen, dass die, keine Ahnung, durch irgendwelche Auslagerungen jetzt auch den europäischen oder deutschen Markt beliefern können kontinuierlich, haben die halt gesagt, die Razer-Produkte sind so gut, dass die halt ständig ausverkauft sind. Und die deswegen nicht liefern können. Das haben sie tatsächlich so vor einem Riesenpublikum argumentiert. Das fand ich spitze. Das hätte ich nie gedacht, dass das jemand so öffentlich mal sagen wird. Also ja, wenn, ihr euch und da sagen sie eigentlich auch, dass sie behalten, muss man sagen. Ja klar, die sind so gut, die Produkte, dass die einfach deswegen nicht mal nicht lieferbar sind. Ich lasse den Typ einfach durch, der gerade unsere Flagge holt, ist ein Warrior, was soll der schon machen? Oh, Barlow hat die Flagge wieder. Bei. Ja, schon mal gucken, wo der ist. Warum Poxy? Weil sich Kinder auf der Messetoilette auf die einen gekeult haben. Ach so, auf die Frauen in Hotpants. Ja, das kann sein. So, der kommt jetzt raus und geht. Ich wollte die ganzen Ärsche immer filmen, aber bin mit meinem 50mm Objektiv nie so nah rangekommen irgendwie. Das war das Problem. Da kommt er. Oh, jetzt hole ich mir. Denke. Unser Bersi-Häuschen. Das Sideway, Broadway, Doorway. Kriegt er, ne? Eastway. Do that, okay. Welche Namen, ne? Also noch verliert er keine HP. Ich geh mal mit. Ja, er wird geheilt von irgendwen, den ich nicht sehe. Und das ist mir auch egal. Wir töten den so.
Also man kann normalerweise sicher sein, dass er irgendwann... Ich war dabei. Out of range von seinen Heilern laufen wird, denn das machen die immer. Wobei Krieger nicht so gut, die kommen nicht schnell genug weg. Druiden machen das ja, immer richtig. Als Flaggenträger. Das ist das Problem. Deswegen sind am angenehmsten eigentlich Paladin-Flaggenträger oder Krieger-Flaggenträger. Ich habe hier gerade keinen Interrupt mehr für diesen scheiß Priester. Was hat der da auf den geschossen? Mich wird geschossen. Keine Ahnung, hat irgendwelche naja, Laser verschossen. Benjamin, mach dir heute die angegebenen Themen nicht, die in dem Post auf deiner Seite stehen. Oh. Poisken! EverQuest Next hatten wir schon, glaube ich. Kurz. Ja, da haben das wir stand doch auch nicht drin. Ich glaube, der verwechselt jetzt gerade was, ne? Ich mach Poisken. Das stimmt, ja. Der denkt, das wäre Benjamin live hier. Benjamin live?